Herzlich willkommen auf unserem Freizeitboden. Auf diesem Dachboden lagern wir die ganzen Kartons für die Norwegen- und Spiekeroog-Freizeiten, Bastelmaterialien, Gesellschaftsspiele, Sportsachen. In diesem Jahr werden wir diese Kartons einmal nicht vom Boden holen. Am Montagabend ist die Entscheidung gefallen, dass dieses Jahr alle Sommerfreizeiten ausfallen. Für mich persönlich war es eine ganz traurige Entscheidung. Sie war sicher richtig und sie war vernünftig und trotzdem fühle ich eine ganz große Traurigkeit in meinem Herzen. Am Dienstagmorgen las ich in den Losungen. An diesem Morgen war ein Vers von Hiob drin und es ist verblüffend, dass manchmal die Verse der Losungen so auf das Leben passen. Hiob war ein Mann, der am Anfang ganz viel besaß, doch mehr und mehr wird ihm genommen. Er verliert seine Tiere, seine Knechte, seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit und am Ende stellt sich noch seine Frau gegen ihn. Seine Freunde sagen, es liegt daran, dass du nicht Gott wohlgefällig lebst. Und Hiob sagt, nein, das ist nicht der Grund. Es ist keine Strafe Gottes. Hiob schwankt zwischen der Frage, warum? Warum nimmst du mir so viel, Gott? Warum passiert das alles? Und dem Vertrauen darauf, dass Gott einen Plan hat und dass das Ganze am Ende doch Sinn ergibt. Dieser Vers heute ist aus einer Phase Hiobs, wo er vertraut, dass es alles Sinn ergibt, auch wenn es für ihn gerade keinen Sinn macht. Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Er richtet den Blick auf die Größe und auf die Möglichkeiten Gottes. Und er sagt, ich verstehe nicht, Gott, warum du mir das nimmst, aber es wird Sinn machen. Ich verstand an dem Morgen nicht und ich verstehe jetzt nicht, warum mir gerade so viel genommen wird, warum mir das Wertvollste und Schönste des Jahres genommen wird, die Freizeiten, die Zeit, auf die wir hinleben, auf die sich die Kinder und Jugendlichen freuen. Ich verstehe es nicht. Und wie Hiob schwanke ich zwischen dem Warum, warum wird mir so viel genommen? Und dem Vertrauen, dass Gott groß ist und dass es am Ende einen Sinn ergibt. Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Ich vertraue darauf, dass alles, was jetzt geschieht, am Ende einen Sinn ergibt.